größeren Partystart ins Wochenende. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke, sehr freundlich. Und eine wichtige Information zum Thema Staatsverschuldung vorneweg. 10 Milliarden mehr muss Hans Eichel, unser Superfinanzminister, aufnehmen, um neue Schulden zu machen, damit unser Staat noch weiter nach vorne gebracht werden kann. Die Finanzlöcher sind so groß, man erwartet, dass Eichel ab nächste Woche in Golfkleidung zur Arbeit kommt. Ja, finde es schade, dass die Bundesrepublik keine Firma ist, oder? Da würde der Kanzler kommen und retten. Dann! Wir alle aus der großen IKEA-Familie, ja? Kennen Sie das IKEA-Tier Snüttig? Ein süßes kleines IKEA-Tier, Snüttig, das wird zurückgerufen. Wenn Sie so ein Tier haben, bitte bringen Sie es zurück zu IKEA. Es gibt, glaube ich, die 2 €, die das Tier gekostet hat, zurück. Denn ich habe gehört im Radio, IKEA bittet die Tiere zurückzubringen. Die Nähte können aufplatzen und es ist eine Füllung in diesen Tieren, die nicht ungefährlich sein kann für Kleinkinder, wenn sie verschlucken. Kleine Kügelchen. Und ich habe gedacht, wie es das ist schön von IKEA, dass sie kein Risiko eingehen und sagen, bringt die Tiere zurück. Aber wenn die Nähte aufplatzen, warum das Tier nicht einfach umbenennen in Chair? Ich habe mich immer gewundert. Ich habe viele von diesen IKEA-Stofftieren zu Hause, aber ich dachte, man hat sie zum Reinbeißen, wenn der Hass beim Aufbau des Regals zu groß wird. Helmut Charlotte and the Snitty Band! Erste Liga, meine Gäste heute Abend. Zum einen ein Entertainer, ein Komödiant, ein Comedian, der seit Jahren, Jahrzehnten mittlerweile landauf und überraschenderweise auch landab, von Ost nach West und von Südost nach Nord-Nordost die Säle, die Hallen füllt. Er ist wieder auf Tournee. Heute Abend bei uns Rüdiger Hoffmann. Wunderbare Sängerin aus den USA, zum zweiten Mal bei uns, neue Platte, tolle Platte, gerade jetzt für die beschauliche Jahreszeit. Neue Platte heißt Lost in Space, live bei uns heute, Amy Mann. Wir tun, was wir können, um unsere fantastische Industrie zu unterstützen. Sie wissen es ja, seit Jahresbeginn trinkt Herr Antrag pro Sendung ein Bier. Danke, Sven. Um die Industrie zu stützen, welches Bier ist es heute, Herr Antrag? Heute ist es zu Ehren unseres Gastes Rüdiger Hoffmann und eigentlich auch zu Ehren unseres, muss man ja auch mal sagen, der kriegt so wenig Lob, unseres super Chefs von Sat.1, ein Hoffmann-Doppelbock. Fantastisch, unser Geschäftsführer Martin Hoffmann. Ja. Zu Ehren des Geschäftsführers von Sat.1 und unseres Gastes. Ein Doppelhoffmann. Ein Hoffmann, aber Sie schreiben sich nicht beide mit Doppel-F? Also der Rüdiger schreibt sich mit Doppel-F, der Martin auch. Auch. Und das mit einem F? Das mit einem F. Das Bier. Aber das zweite F können wir uns vorstellen. Aber es hört sich so an, oder? Es hört sich so an. Man sagt ja so dahingeschludert Hoffmann, Hoffmann, Hoffmann. Ich habe etwas, eine interessante Lektüre, meine Damen und Herren. Schauen Sie das hier. 15. Wahlperiode, Deutscher Bundestag. Aus Kirchners Volkshandbuch Sonderausgabe. Das sind Sie, unsere Volksvertreter, die Damen und Herren, die sich für relativ wenig Geld Tag und Nacht abarbeiten, um Deutschland das Paradies zu erhalten, das wir ja schon sind. Ganz genau. Das sind Sie alle sachlich fotografiert. Ich sage mal willkürlich herausgegriffen ein Beispiel. Ja, zum Beispiel hier. Frau Christine Leder, Diplom-Ingenieurin aus 07318 Saalfeld im Bundestag für die SPD im Wahlkreis Sonneberg, Saalfeld, Rudolstadt und Saale-Orla-Kreis. Hier, Frau Christine Leder. Und Sie sehen hier unten 2 Sternchen. Was heißt das? Sie ist spitze? Natürlich das auch. Aber pro Stern eine Legislaturperiode. Das heißt, sie ist jetzt in der zweiten Legislaturperiode. Ich nehme an, der Stern ist für die beginnende zweite Legislaturperiode. Ja, klar. Also eine hat sie hinter sich. Ebenso wie zum Beispiel Frau Lösekrug-Möller. Gabriele Lösekrug-Möller, SPD, sitzt im Bundestag
Für die Landesliste Niedersachsen. Hier ebenfalls 2 Sterne. Frau Lösekrug-Möller. Ja. Mal gucken, ob ich einen 5-Sterne-Abgeordneten finde. Wer sagt's denn? Frau Christine Dr. Luziga oder Luziga, Luziga, Fremdsprachenlehrerin, Literaturwissenschaftlerin aus Rostock, Wahlkreis 14, zum 5. Mal im Deutschen Bundestag. Hätte ich gedacht. Aus Rostock? Zum 5. Mal im Deutschen Bundestag? Hier, Frau Dr. Luziga. Zum 5. Mal ist das denn schon, wann war denn das die erste Wahl? 89 oder wann? 88? Ja, aber 92, 96, 2000. Kann natürlich vorher schon rübergezogen sein. Ja, klar. Oder vielleicht dort geboren oder rübergegangen, um dort den Wahlkreis zu übernehmen. Also vom Geburtsdatum kommt es ja hin. Ja, vom Geburtsdatum kommt es hin. Wahrscheinlich an die Uni Rostock als Literaturwissenschaftler? Das könnte sein. Wo haben wir denn noch einen? Hier, ein ganz junger. Geboren 1972, zum ersten Mal im Bundestag. Christoph Hartmann aus Homburg für die FDP. 1 Stern. Könnte auch in einer Soap mitspielen, oder? Ja. Ja. Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so. Wie, du gehst in den Bundestag? Ja. Oliver und Svenja wollen mich unterstützen. So. Das sind sie. Und Sie wissen ja, es gibt immer ein großes Gejammer, die meisten Bundestagsabgeordneten sind Beamte. Ich glaube, weiß nicht, 60% oder sowas. Aber man liegt natürlich häufig falsch, wenn man ein Bild anguckt und sagt, aha, typischer Beamter oder ein typischer Lehrer. Wir machen heute das große Spiel, rate die Berufe unserer fantastischen Bundestagsabgeordneten. Das sind hier 10 Kandidaten zur Auswahl. Es gibt pro richtig geratenen Beruf 50 Euro. Eine Dame, ein Herr aus dem Publikum, hier vor unserem eine Dame, ein Herr aus dem Publikum Mikrofon. 50 Euro pro geratenen Beruf. Wir zeigen Ihnen hier das Foto der Politikerin, des Politikers und Sie sagen, jawohl, Henker oder freiberuflicher Metzger oder Atomphysiker oder was auch immer. Wer kennt sich aus? Menschenkenntnis oder Politikerkenntnis gefragt. Ja, ich nehme die Dame da oben im gestreiften Pullover. Ja? Siehst du, der Beifall kommt. Man muss die Nerven haben, abzuwarten. Herzlich willkommen. Bitte schön. Nehmen Sie Platz, nehmen Sie Platz. Woher kommen Sie? Aus Münster. Und wie heißen Sie? Jutta. Jutta. Und Familienname? Wilken. Studieren Sie in Münster? Nein. Nein, obwohl Münster eine renommierte Universitätsstadt ist. Stimmt. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite in einer Krankenkasse. Aha, genau unser Thema. Eine private Krankenkasse oder eine private? Nee, bei der Barmer. Bei der Barmer. Bei der schönen Barmer. Bei der schönen, guten, alten Barmer Ersatzkasse. Genau. Das sind ja unglaublich viele. Bei uns auch, glaube ich, unglaublich viele bei der Barmer Ersatzkasse versichert. Ehrlich? Ja. Ja, AOK. Sind Sie in Konkurrenz zur AOK? Ja, Konkurrenz kann man nicht sagen. Nee. Aber bei Ihnen sind die Leute ja, kann man sagen, zwangsversichert? Nein. Nein? Freiwillig? Alle gerne, ja. Ja, aber man da, haben Sie auch Privatpatienten? Was heißt Privatpatienten? Ja, also zum Beispiel, wenn jemand Privatpatient ist, ist er dann bei Ihnen? Kann der auch bei Ihnen versichert sein oder nur so Leute, die über die Lohnsteuerkarte versichert sein müssen? Das würde jetzt hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber es gibt ja die Möglichkeit, sich Zusatz zu versichern. Zusatz? Bei den privaten Versichern, die das anbieten. Es gibt die Pflichtversicherung und die freiwillige Versicherung. Die Pflichtversicherung und die freiwillige Versicherung. Yes. Bei Ihnen sind doch hauptsächlich Pflichtversicherte, oder? Ja, gesetzliche Krankenversicherung. Das ist genau. Das darüber hinaus kann man sich ja Privatzusatz versichern. Auch bei Ihnen? Nein. Nein. Das heißt, ich bin bei Ihnen gesetzlich pflichtversichert und kann theoretisch bei einer privaten Versicherung noch eine Zusatzversicherung, das heißt auf 10-Bettzimmer oder dass ich den Chefarzt zumindest mal wegfahren sehe oder so. Ja, das geht aber einer privaten. Wie ist die Situation? Sie wissen, wir sind hier sehr besorgt. Wir sind eine politische Sendung. Wie ist die Situation? Man hört Gesundheitswesen vor dem Kollaps. Ist das so? Nein. Ich hoffe nicht. Sie hoffen nicht? Nein, also es wird im Moment ja viel getan, um neue Programme zu entwickeln. Ja? Und sind die gut? Die sind gut. Wer ist denn schuld, dass unser Gesundheitssystem so da war? Herr Schmidt. Ja?
Sind es die Ärzte? Ich bin ein großer Fan der Ärzte. Ja? Ich würde auch nie einen Arzt kritisieren, aber ich bin arztsüchtig. Aber stimmt es, dass die Ärzte teilweise abrechnen können, mehr oder weniger, was sie wollen? Ich verstehe, Sie können sich da nicht so äußern. Ich verstehe das. Es ist so, wie wenn man mich zur Situation von Sat.1 befragt. Ja, ja, ja. Dann sagt, ja, verstehen Sie mich doch sicher. Ja, ich lese ja auch nur, was in der Zeitung steht und so. Was ist die Berufsbezeichnung, die Sie bei der... Das ist Kauffrau, Versicherungskauffrau, oder? Sozialversicherungsfachfrau. Sozialversicherung. Das heißt, Sie bearbeiten auch Anträge? Ja. Zum Beispiel, was wird da beantragt? Ja, also alles, alle Kuren. Leistungen, die wir gewähren. Unter anderem auch, ja. Prothesen? Kuren auch. Muss im Kurbereich Streichung befürchtet werden? Nein, alle Kuren, die nötig sind, werden auch bewilligt. Die nötig sind? Ja. Das entscheidet der Arzt? Das entscheidet der Arzt, ja. Und dann gibt es ja nun mal auch den Rahmen des Wirtschaftlichkeitsgebotes. Und das muss natürlich beachtet werden. Aber das ist ja, denke ich, auch im Sinne aller Versicherten. Denn es ist ja eine Solidargemeinschaft. Das ist es ja. Wir zahlen ein, in der Hoffnung, dass wir es selber nie brauchen, ja, aber für die Bedürftigen. Ja. Und das ist auch das Problem bei den Renten, weil auf 500 Rentner kommt nur noch einer, der halbtags arbeiten geht. Ja, das ist das. Deswegen wird ja unser System so wackelig. So, wir fangen an. Interessieren Sie sich für Politik? Ja. Ja. Sind Sie zufrieden mit dem Wahlausgang? Ja. Ja, alle eigentlich. Ja, selbstverständlich. Aber in der Demokratie, Demokratie kann man immer zufrieden sein mit dem Wahlausgang. So, Schluss jetzt mit meinem Gefasel. Jutta, Frage 1, 50 Euro winken. Wir sehen als erstes Frau Doktor, hallo, Elke Leonhardt. Ist sie vom Beruf A, Museumsdirektorin, B, bioenergetische Analytikerin, C, Versicherungskauffrau oder D, die Ex von Helmut Thoma? Ach nee, das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht, nein. Was ist Frau Dr. Elke Leonhardt vom Beruf? Ich sage B. B? Mhm. Wir fragen die Jury, ist das richtig? Jawohl! Bioenergetische. 50 Euro, bitte schön. Kannten Sie die Dame? Nein. Sie haben es gesehen? Nein, auch nicht, nein. Wie sind Sie auf bioenergetische Analytikerin gekommen? Ja, das habe ich jetzt mal geschätzt. Ja? Mhm. Weil wissen Sie, was das ist? Eine bioenergetische Analytikerin? Nein, nicht eindeutig. Ich auch nicht, oder? Bioenergie, was ist das so? Esst mehr Salat oder? Bioenergetische Analytikerin, schwer zu sagen. Anton Schaaf von der guten alten SPD. Herr Schaaf ist von Beruf A, Maurer, B, Berufssoldat oder C, Altenpfleger? Ich sag A, Maurer. A, Maurer und wir lösen auf. Donnerwetter! Jetzt kommt Frau Julia Klöckner von der CDU. Boah! Aber hallo, das sind unsere Abgeordneten? Ja, toll, ne? Ist ja der Wahnsinn. Frau Klöckner von der CDU mit einem Stern, das heißt, sie ist zum ersten Mal im Deutschen Bundestag. Ganz genau, ja. Ja? Ist sie vom Beruf A, Journalistin, B, Musikerzieherin oder C, Diplom-Forstwirtin? Da würde ich auf die Musikerzieherin tippen. Und die Lösung? Oh, leider falsch. Schade. Journalistin und zwar sogar Chefredakteurin. Unglaublich. Weiß man wo? Aus Rheinland-Pfalz, aus Guldenthal. Aus Guldenthal? Landesliste Rheinland-Pfalz. Aha. Kennst du Guldenthal? Leider nicht. In der Nähe von Mainz sein, von der Postleitzahl her. Ja? Geboren Journalistin. 1972. 1972, das heißt, sie wurde gerade 30. Oder und wird noch. Ja. Und sie wird noch. Und sie ist Chefredakteurin. Wahnsinn. Man weiß nicht wo. Ja. Vielleicht, weil, nein, Bunte ist ja besetzt. Wo, bei Petra oder Mädchen oder? Caroline, Steffi. Spiegel. Oder, ja. Irgendwo. Sie wird sicher bald, vielleicht bald bei uns zu Gast sein. Sehr attraktive Frau. Marianne Tritz von den Grünen.
Marianne Tritz von den Grünen. Neu, ein Sternchen. Physiotherapeutin, Referentin für Fundraising oder Gynäkologin. Was ist Fundraising? Fundraising ist meiner Meinung nach so eine Art schicker Form des Spendensammels. Oder? Ja, kommt hin, ja. Fundraising, so man gründet irgendwie einen Fonds für bankrotte Krankenkassen oder sowas und macht dann große Charity-Veranstaltungen, wo die Leute spenden und das Geld. Ist das, glaube ich, Fundraising, oder? Ich glaube auch, genau weiß ich auch nicht. Ja, früher hieß es Pfandflaschenverleih, aber jetzt ist es Fundraising. Ich sage Antwort A. Antwort A, Physiotherapeutin, und richtig wäre B, Referentin für Fundraising. Michaela Tatjadot. Das sind unsere Abgeordnete? Ja, Gott. Das sieht ja aus wie Denver Clan. Ja. Oder? Aber original. Das sind keine Kassenzähne. Frau Michaela Tatjadot. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Viele von den tollen Damen sind bei der CDU. Ja, das verstehe ich aber. Ja. Ja. Wenn du abgearbeitet bist und so, bist du eh in der SPD. Aber wenn du, das sind ja doch Frauen, die aus vermögenden Verhältnissen kommen, sonst wären sie nicht in der CDU. Ja, CDU ist für die Reichen, ach SPD so. Ist für die Arbeiter. Ach so, ja. Und FDP muss jetzt mal gucken, wo die Spenden zurücküberwiesen werden können. Übrigens, ich habe gelesen, die PDS, ja, die hat ja zwei Abgeordnete ohne Fraktionsstatus. Die Sitze sind so weit draußen, dass sie eigentlich schon gar nicht mehr im Gebäude sitzen. Genau. Die haben anderes Wetter als vorne am Rednerpult. Frau Michaela Tatjadot, oh, ich sollte mich mit Bemerkungen mäßigen, ist A, Zahnärztin, B, Agenturleiterin oder C, Rechtsanwältin. Kommt alles in Frage, ich versuche es mir nochmal mit A. Und sie ist? Rechtsanwältin. Rechtsanwältin. Ja. Würde mich interessieren, welches Spezialgebiet. Was vermuten Sie? Was hat Frau Tatja dort für ein Spezialgebiet als Rechtsanwältin? Ja, irgendwas, wo sie auch in der Öffentlichkeit auftritt, vermute ich jetzt mal. Entweder vielleicht nicht gerade Strafrecht. Weiß ich nicht. Könnte sein, doch so ganz schwere Fälle. Wo so ganz schwere Jungs kommen und dann die Anwältin, weißt du? Oder vielleicht auch Familienrecht. Na, ich glaube auch, ja. Scheidungen. Strafrecht? Ja. Ganz harte Fälle. Ja. Ja. Frau Tatjadot, wir werden es ja merken, wenn Post von Ihrer Kanzlei kommt. So. Sie haben in Ihrer Sendung behauptet, ich sei ein scharfes Luder. Nein. Häufig wird man so, letzte Woche habe ich 3 Unterlassungserklärungen erschrieben. Ich weiß. Alle zur gleichen Sendung, ne? So, jetzt kommt Herr Thilo Hoppe von den Grünen. Boah, sieht der geil aus. Ja, ich finde, das klingt so macho-mäßig, wenn man nur bei Frauen sagt. Ja, boah, absolut. So. Nee, Thilo Hoppe, oder wäre das ein Typ für Sie? Sind Sie liiert? Ja. Sind Sie heute Abend mit Ihrem Partner hier? Ja. Er sieht... Wo sitzt er? Hallo, guten Abend. Ihr Mann, Ihr Freund? Freund. Ihr Freund. Auch bei der Krankenkasse? Nein. Arzt? Das wäre doch sowas, oder? Dass Sie das bearbeiten. Also, einmal Zahnplombier, 10.000 Euro. Herr Thilo Hoppe von den Grünen. Umweltschutz, Menschenrechte, Außenpolitik, das ist das, wofür unsere Grünen Freunde stehen. Genau. Er ist vom Beruf A, Fahrlehrer, B, Architekt oder C, Diakon? Architekt. Und er ist in Wirklichkeit? Diakon. Sieht er nicht noch aus? Ja, Klammer, Journalist. Unglaublich, ne? Ja, das heißt, und Frau, die Dame, Frau Klöckner, oder wie sie hieß, war auch schon Journalistin. Das heißt, die halbe Presse sitzt mittlerweile im Bundestag, ja, und schreibt über sich selbst. Genau.
Bettina Hagedorn von der S. Haben Sie noch Lust oder langweilt Sie es? Nee. Vielleicht mal einen kleinen Fuffi zur Erfrischung. Dankeschön. Frau Bettina Hagedorn. Ein Sternchen von der SPD. Sie ist A. Lehrerin, B. Verlagskauffrau oder C. Goldschmiedin? Lehrerin. Und sie ist? Goldschmiedin. Auch die Handwerksberufe. Ja, und zwar sehr, sehr spezielle Handwerksberufe. Ja. Unsere Handwerksmeister. Christina Köhler von der CDU. Boah. Die ist auch richtig jung, 25 ist sie. Ich glaube, ich habe sie, ist sie nicht bei der Auswahl zu Brosis in die erste Runde gekommen? So ähnlich auf RTL 2, müsst ihr mich sehr täuschen. Wo kommt sie her? Sie kommt aus Wiesbaden, Landesliste Hessen. Landesliste Hessen, das ist Rolli-Koch-Liste, Wiesbaden, ja. Multimilliardärstadt, schwerreiche Rentner, Durchschnittsalter, glaube ich, 94. Ja. Und eine der schönsten Städte Deutschlands, Wiesbaden. Ich war noch nie da. Du warst noch nie da? Nein. Ein Traum. Und du, also ist es so, wenn man in Mainz, waren Sie mal in Wiesbaden? Nein. Es ist häufig so, wenn man in Mainz zu tun hat, wohnt man in Wiesbaden. Mhm. Ja, in Mainz kannst du nicht wohnen. Meine liebe Mensch, ihr habt doch Humor. Ihr habt doch auch die goldene Fasernacht, wenn man mal ein Späßle macht. Nicht, dass Mainz wieder beleidigt ist, nein, weißt du? Dann kommt wieder der Bürgermeister und schickt eine Kiste Wein oder so. Hauptsache keine Unterlassungserklärung. So. Frau Köhler, Christina, A. Lehramtsreferendarin, B. Diplom-Soziologin oder C. Zahnmedizinisch-technische Assistentin? Ich versuch's nochmal mit dem Lehramt. Und sie ist? Diplom-Soziologin. Muss ich aber sagen, man kann die ganzen alten Klischees vergessen. Ja, eben. Oder? Soziologin habe ich mir irgendwie früher anders vorgestellt. Aber die Zeiten wandeln sich. Jetzt kommt Herr Willi Zulajew. Willi, wo kommt denn Herr Zulajew her? Soll ich mal raten? Ja, rat mal. Ich würde sagen, Niederrhein oder Ruhrgebiet. Ja, ist nicht schlecht. Noch näher an Köln ran. Aus Hürth. Aus Hürth. Ja. Herr Zulajew. Das ist ein normales Bewerbungsfoto von ihm, oder ist das aus dem Karneval? Aus wo soll das sein? Aus dem Karneval. Nein, das ist wieso denn Karneval? Etzacko, ne? Oder so. Etzacko? Ja, in der Bütz. Etzacko aus Hürth. Nee. Das ist Herr Zulajew aus Hürth. Ja. Für die CDU. Neue im Alphabet der letzte übrigens aus, ja klar, bei dem Namen. Ja, das heißt, er kann später kommen, wenn abgestimmt wird, weil bis A, B, C und so weiter alles durch ist. Herr Zulajew ist Lehrer für Latein und Mathematik oder B, Metzgermeister oder C, Diplom-Sozialarbeiter. B. Metzgermeister. Stimmt das? Er ist Diplom-Sozialarbeiter, stellvertretender Geschäftsführer. Ja. Ja, stell dir mal vor. Ist bestimmt so in einem karitativen mit Sicherheit. Unternehmen, nicht Unternehmen, aber in einer karitativen Stätte in Hürth. Ja. Tätig. Sehr verdiente Tätigkeit und jetzt erste Legislaturperiode im Bundestag. Viel ja. Erfolg. Es ist, ich hatte auch nichts gewusst. Es ist wirklich schwieriger, als man denkt, oder? Ja? Ja, es war jetzt nicht einfach, aber es ist ja sowieso nicht leicht, vom Foto aus zu schätzen. Ja, und man sieht, man hat seine Vorurteile und man hat seine Klischees und so. Ich sage, schönen Dank fürs Mitspielen. Ein schönes Wochenende. Ja? Und schöne Grüße an die Barber in Münster. Dankeschön. So viele attraktive Frauen, täusche ich mich oder werden die Frauen im Bundestag auch immer attraktiver? Die werden immer, ja. Mich würde mal interessieren, ob es im Bundestag viel Techtelmechtel gibt. Ich glaube schon. Meinst du? Ja. Und zwar, meine Vermutung ist, unabhängig von der politischen Gruppierung. Ja, das ist ja ich klar. Glaube, dass es auch Grüne mit CSUlern treiben.
Hast du da Informationen? Ich habe gewisse Informationen aus informierten Kreisen, wo es heißt, man glaubt es nicht bei so Ausschusssitzungen oder so. Leute, die sich politisch nicht mal kennen durften, ja, knallen aufeinander wie ein Atommeiler. Echt? Sex. Hemmungsloser Sex. Schonungsloser Sex. Zum Beispiel, sie hat ja was. Nein, das ist. Da wird nicht drüber geschrieben, zu Recht. Ja, das finde ich auch. Privatsache. Es ist Privatsache und wir sollten die Politiker nach beurteilen, wie sie politisch agieren, aber was sie sonst machen. Genau. Und das geht uns nichts an. Aber es würde uns natürlich wahnsinnig interessieren. Zum Beispiel im Kabinett, ob es da ein Schmusi gibt. Wer könnte im Kabinett was mit wem haben? Wenig Frauenauswahl, ne? Vielleicht zwei Männer miteinander. Es würde mich echt mal interessieren. Schicken Sie uns mal einen Tipp. Wer könnte im Kabinett was mit wem haben? Weiß ich nicht. Also keine Nennungen, ja? Nein, ich will jetzt nicht schon wieder Unterlassungserklärung unterschreiben. Aber das wäre doch irgendwie interessant zu wissen. So nach, wenn wieder mal so eine Sparrunde zu Ende ist und so. So, ihr geht schon, ja, wir bleiben noch. Wir müssen noch hier die Bundesstraßenverordnung in Niedersachsen, die muss noch mal überarbeitet werden. Tschüss, bis morgen! Wieso kommst du so spät? Ja, der Tiefensee hat abgesagt, da wurde alles wieder umgeändert. Ach, Helmut, hast du ihn erreicht, den Oberbürgermeister? Nee, ich habe ihn noch nicht erreicht. Ich konnte ihn heute Vormittag probieren. Ich habe mit seiner Sekretärin gesprochen. Hast du nicht seine Handynummer? Nee, die habe ich nicht. Ich finde aber, er soll sie dir eigentlich geben. Ich finde, der Oberbürgermeister von Leipzig hat für Helmut erreichbar zu sein, oder? Es muss doch irgendwo eine Hierarchie geben in diesem Land. Ja. Es muss doch eine Reihenfolge der Wichtigkeiten geben. Wenn Helmut den Oberbürgermeister von Leipzig sprechen will, hat er Sitzungen abzubrechen. Klar. Oder? Was ist deine Thermosflasche? Das ist mein Hausmittel gegen kratzigen Hals. Was ist das? Das ist Ingwertee. Frisch geriebener Ingwertee, der muss ganz frisch gerieben werden. Ja. Der sieht ja so aus wie so ein Männchen, ne? Wenn so eine ganz komische Knolle ist. So ein bisschen wie Ginseng. Ja, wie so eine komische Knolle. Kann man auch, glaube ich, selbst anpflanzen. Oder sagen wir mal, Wurzeln schlagen lassen. Probiere ich. Ingwer? Mhm. Ich finde Ingwer toll. Aber sehr scharf. Ich mag keinen Ingwer. Nee? Aber es hilft. Ja, schmeckt aber nicht. Schmeckt scheiße, aber schmeckt gut. Nee, umgekehrt. Schmeckt scheiße, aber tut gut. Schmeckt scheiße und tut gut. Ja, ich finde, genau. Ingwer schmeckt toll. Ich weiß nicht, was die Ingwer-Industrie für Anwälte hat. Ich finde Ingwer. Ingwer ist toll. Ich habe mal Ingwermatik studiert. Mein erster Gast heute Abend, ein lieber und geschätzter Kollege.